Ja, hi und herzlich willkommen wieder bei Tactical Gunnybeard. Heute sind wir im Müller Schießzentrum in Ulm beim Walter Event. Und was uns da heute erwartet, werdet ihr gleich sehen. Hi, servus, willkommen im Müller Schießzentrum. Dankeschön. Hier auf unserem Walter Stand. Herzlich willkommen. Wir haben eine Auswahl von unseren lesenden Combo-Modellen. Das heißt Combo- und Q5-Modellen. Polymer, Vollstahl, auch eine Optik-Ready-Version, die quasi Core-Witnessing hat mit 100 Schallvisierung. Recht selten auf dem Markt. Und das Highlight ist natürlich der neue Steelframe. Da haben wir ein bisschen Zubehör ausgestellt, dass du es mal anfummeln kannst. Stahlböden zum Beispiel, Magazinböden aus Stahl, Magazintrichter aus Stahl. Abzugszüngel für die Expert. Wie ihr seht, kannst du mal drauf leuchten hier. Ja, verschiedene Formen. Curved, Short, Medium, Long, Flat. Da haben wir quasi nichts, was das Herz nicht sich vorstellt. Ja, in dem Bereich, wie ihr auch seht, einfach leer. Ja. Kann man hier durch das Lösen der Schrauben, kann man das Zügel tauschen. Und das so je nachdem, ja, sein Bedürfnis einfach anpassen. Das ist schon mal super praktisch, ja. Ja, absolut. Ja. Verlängert man den Weg ein bisschen zum Abzug mit dem Zeigefinger, auch mit den langen Fingern. Ja, je nachdem, kleiner Finger, großer Finger, genau. Richtig, also oder kommt dem Ganzen schon ziemlich entgegen, ne? Mhm. Das ist schon mal echt abgefahren, ja. Verschiedene Magazindrücke haben wir auch. Mhm. Verlängert und nach hinten gezogen nochmal, wo man den Winkel auch tauschen kann. Dann haben wir verschiedene Rückholfedern. Dieser ist jetzt, hat 48 Newton, 50 Newton, eine 60 Newton für einen Schalldämpfereinsatz. Es gibt ja einen Schalldämpferlauf auch für die SF als Wechsellauf-Option mit 5,6 Zoll. Mit einem Paket der Steelframe oder mit der normalen Q5 hat man auf jeden Fall ein gutes Setup, ne? Dem man gleich loslegen kann. Vielleicht noch zwei, drei Magazine dazu. Drei kommen mit der Waffe mit. Mhm. Das ist schon mal auch ein hohes Plus, einfach, muss man mal sagen. Die Optikplatten sind mit dabei, dann man kann quasi Trigicon, RMR, Leupold Delta Point oder Doctor Sight. Und je nach dem Doctor Footprint passen eh die meisten Optiken. Weiß auch nicht, Vortex, Venom oder wie sie heißen, glaube ich, die basieren alle auf dem gleichen Footprint. Also da hat man auf jeden Fall. Also habt ihr sogar im Vergleich zur alten Q5 jetzt sogar noch mehr Fähigkeiten. Bei der alten Q5 war das auch schon dabei. Die hat auch schon drei Magazine gehabt und diese drei Adapterplatten kamen da auch schon. Genau, mit, ne? Aber jetzt habt ihr sogar die Möglichkeit, noch mehr eigentlich drauf zu bauen. Genau. Wir gehen einfach jetzt nochmal den Schritt weiter und haben einfach nochmal jetzt gesagt, wo können wir die Performance noch verbessern, wo können wir dem Schützen entgegenkommen. Ja. Dann gab es nur einen logischen Schritt, die Waffe aus Vollstahl zu fertigen, wollten aber keinen Kompromiss eingehen mit einer Hammerfeuerwaffe, das heißt, war nicht jetzt Innovationsschiff bei uns im Vordergrund und Hammerwaffe aus dem Hinterhand, nicht mehr keine mehr. Einfach ein alter Hut, ne? Zu viele Bedienelemente, überflüssigerweise an den Seiten, das ist entspannt drin und so, okay, das braucht man nicht, brauchst nicht. Ne? Vergrößerte manuelle Sicherung und so, okay, das, nein, danke. Ne? Erste Schuss Double Action. Genau. Ja. Einfach wollen wir nicht. Wir wollen keine Waffen mehr mit dem Matrixen haben. Das klingt schon mal gut, ja. Schlagbeutelschloss, flache Bauart, einen hohen Griff arbeiten, das ist schon das Ideal. Ne? Der Beavertail, der jetzt auch immer mehr ranrückt, natürlich. Ne? Richtig, da muss das Gefühl haben, dass es wirklich auf die SF umsteigt, jetzt gerade von Polymer, was auch immer kommt. Ne? Dass er mit einem, also gerade das Stahlgriff in Verbindung mit dem Schlagbeutelschloss. Ne? Ab davor hat Gefühl, dass er das wieder mit angezogen hat. Das ist schon ein ganz anderes Level. Das ist schon richtig, ja.
Das ist wesentlich, wesentlich leichter, ne? Also schon genial. Okay. Hier zum Beispiel habe ich gesehen, auch bei der ja extra so niedrig ist. Das ist die Kombo, das ist die 4-Kombo. Das ist so mein Ideal. Die Farbe ist auch schön. Ja, Wolf Grey, auch mein Ideal. Das war so ein Konzept, wo ich sehr, sehr angenehm empfand. Und zwar, dass wir Standard-Stahlvisierung haben. Das heißt, wenn der Anwender, der von der PPQ kommt, auf einer dienstlichen, ja, muss er sich mit dem Muskelreflex nicht mehr umgewöhnen, mit der Muscle Memory. Er zieht einfach, geht in einem Stahl und kriegt automatisch den Punkt mit dazu. Mhm. Dieses Shield RMSC hier, eigentlich recht unbekannt, ist aber eigentlich der Industrieprimus. Die bauten diese kleinen Reflexvisiere schon immer. Ne? Mhm. Haben auch damals größere Firmen beliefert mit der Elektronik, so viel ich weiß. Also das ist eigentlich das Original sogar, die Shields. Ne? Ja. Und die sind halt von der Bauart her ultra kompakt und ultra klein. Ja. Und wir konnten das so tief einfräsen auf einem dedizierten Verschluss, dass man das quasi kombiniert mit der Stahlvision nutzen kann. Und dann, wenn man das auch in Kombination hat, also Stahl plus Rotpunkt. Kann man auch schneller arbeiten, wenn man aus dem Fenster kommt. Ne? Ja, man zieht nämlich und geht immer nach dem Stahl. Man sucht nicht einfach genau. Den Rotpunkt. Suchst gar nicht. Genau. Immer ziehen, nach dem Stahl gehen und der Rotpunkt kommt als Projekt. Also auch im dienstlichen Bereich können wir jetzt über das Thema reden. Das ist auch gekommen, um zu bleiben, da bin ich mir sicher. Ja. Wie damals US Army, Impulse und den M16. Ja. Ja. Ausbildungszeit viel geringer. Du erweiterst das Einsatzpotenzial der Kurzwaffe dramatisch. Ja. Also 50 Meter plus, direkt die Ziele und so. Immer noch kein Problem. Ja, und das ist schon mal ein Wort. 50 Meter, wir machen mal kurz auf 50 Meter mit der Pistole. Das ist alles noch mehr Element in 9 mm. Ja. Was ich nicht wirksam will. Aber genau. Wenn ich halt drei Flächen habe, auf die ich mich konzentrieren muss, Kimmel kaum ziehe, nur Rotpunkt ziehe, ist halt einfach eine weniger. Und auch so, wir reden jetzt auch jetzt irgendwo einsatzmäßig, sind auch unbequeme Dispositionen, Autofenster, Vorderrad, soll ich sagen, ist das ganz ist das super. Ne? Ja. Aber ohne Stahlwiese immer schwierig mit dem Suchen. Ne? Genau. Wenn ich immer nach dem Stahl gehe und wenn ich auch noch die gleiche Höhe habe wie vorhin, also ohne irgendwelche Suppressor-Sites, ist immer ein Benefit. Finde ich auf dem Markt gerade die beste Lösung. Ja. I'm running the Walter Q5 Steel Frame Expert. Vielen Dank. Schön, dass ihr da wart. Habt ihr Spaß gehabt, hoffentlich. Ja. Wenn ihr weitere Fragen habt über Walter, dann stellt sie einfach unten rein in die Kommentare. Wir versuchen alles zu beantworten, was geht. Und dann bis zum nächsten Mal. Gute Heimfahrt und bleibt geil. Kann ich auch.